Hallo und herzlich willkommen zu Berlin Sessions, die Tageslektion von Ein Kurs im Wundern, heute mit Dagmar. Der Kurs im Wundern ist übrigens im Greuthof Verlag erschienen. Heute ist der einführende Text, der 12. einführende Text dran und es ist, der heißt, was ist das Ego? Ich lese mal vor. Was ist das Ego? Das Ego ist Götzendienst. Das Zeichen eines begrenzten und getrennten Selbst, in einem Körper geboren und dazu verdammt zu leiden und sein Leben im Tod zu enden. Es ist der Wille, der den Willen Gottes als Feind sieht und eine Form annimmt, in der dieser verleugnet wird. Das Ego ist der Beweis dafür, dass Stärke schwach und Liebe angsterregend ist, dass Liebe eigentlich der Tod und nur das wahr ist, was sich Gott widersetzt. Das Ego ist wahnsinnig. Voll Angst steht es jenseits des Überallseienden, von allen abgesondert und in Trennung vom Unendlichen. In seinem Wahnsinn denkt es, es sei Sieger über Gott selbst geworden. Und in seiner schrecklichen Autonomie sieht es, dass der Wille Gottes vernichtet worden ist. Es träumt von Strafe und es zittert vor den Gestalten in seinen Träumen, seinen Feinden, die es zu morden suchen, bevor es dadurch durch seine Sicherheit sorgen kann, dass es sie angreift. Der Sohn Gottes ist egolos. Was kann er wissen von Verrücktheit und von Gottes Tod, wenn er in ihm weilt? Was kann er wissen von Kummer und von Leiden, wenn er in der ewigen Freude lebt? Was kann er von Angst und Strafe wissen, von Sünde und von Schuld, von Hass und Angriff, wenn alles, was ihn umgibt, immerwährender Friede ist, auf ewig konfliktfrei und ungestört und im tiefsten Schweigen und in tiefster Ruhe. Die Wirklichkeit zu erkennen heißt, das Ego und seine Gedanken und seine Werke, seine Taten, seine Gesetze und seine Überzeugungen, seine Träume, seine Hoffnungen, seine Heilspläne und den Preis, den der Glaube an es nach sich zieht, nicht zu sehen. Im Leiden ist der Preis für den Glauben an es so immens, dass die Kreuzigung des Gottessohnes täglich vor seinem verdunkelten Schreine angeboten wird und Blut fließen muss vor dem Altar, wo seine kränklichen Gefolgsleute sich auf das Sterben vorbereiten. Und dennoch wird eine einzige Lilie der Vergebung die Dunkelheit in Licht verwandeln, den Altar für die Illusion in den Schrein des Lebens selbst. Und Friede wird auf ewig jedem Heiligen Geist zurückerstattet, den Gott als sein Sohn schuf, als seine Wohnstatt, seine Freude, seine Liebe, vollständig sein, vollständig eins mit ihm. Vielleicht könnte ich zusammenfassen. Das Ego ist schlimm. Und du bist nicht das Ego. Oder das Ego ist schlimm. Aber es gibt es ja nicht.
Und deswegen gibt es nichts Schlimmes. Das Ego ist nichts anderes als mein Gedanke, den ich gemacht habe, weil ich fälschlicherweise gedacht habe, ich könnte autonom von Gott existieren. Und ich könnte stärker sein als Gott. Ich könnte etwas schaffen, wovon er wollte, dass es nicht entsteht. Schreckliche Autonomie. Ja, so steht das hier. Zu Recht. Ich meine Ego-Gedanken sehnen sich extrem nach Autonomie und denken, darin ist die Rettung. Und mit diesen Gedanken gehe ich geradewegs in die schreckliche, schreckliche, schmerzhafte Hölle. Autonomie bedeutet schrecklich. Autonomie bedeutet unendliche Einsamkeit und Schmerz. Ich weiß nicht, warum ich so ein Autoritätsproblem habe gegenüber Gott. Und gegenüber allem anderen auch übrigens, kann ich mal so nebenbei anmerken. Wenn ich Ego-Gedanken denke, denke ich die Nicht-Autonomie, ja, Abhängigkeit wäre der Tod. Ich versuche mich zu retten, indem ich meine Autonomie suche. Dabei ist natürlich Autonomie der Tod. Denn meine einzige Rettung liegt in der Abhängigkeit von Gott. Meine, es gibt nichts anderes, was Frieden bringen könnte, als der Gedanke Gott. Es gibt nichts anderes. Und deswegen ist es unsinnig, sich mit noch so kleinen oder großen oder was auch immer Problemen zu beschäftigen, sie zu lösen versuchen. Oder sie irgendwie zurechtzubiegen, damit ich es ertrage, damit ich einen weiteren Tag überlebe. Aber das tue ich nicht. Ich bin tot. In diesem Zustand bin ich tot. Wir machen den Schritt ganz, denn wir wissen, dass ein halber Schritt uns nichts nützt. Ein bisschen außer Depression, sich einigermaßen okay fühlen. Ein bisschen was regeln. Und ich rede jetzt nicht von Aktionen, die wir tun, weil wir einfach jetzt nun mal uns hier finden, sondern um die Geisteshandlung. Ja. Gebe ich es ganz Gott oder gebe ich es nur ein bisschen Gott? Was heißt, ich gebe es nicht Gott? Und du erkennst es daran, ob du depressiv bist oder nicht. Ob du fix und fertig bist oder nicht.
Und du bist sensibel genug geworden, du bist bewusst genug geworden, dass ein bisschen Depression bei dir sofort totale Depression wird. Und das ist gut. Gott ist hier in uns, hier steht's. Vollständig eins mit ihm. Wir machen den ganzen Schritt, erinnere dich. Vollständig eins mit ihm. Ihm. Vollständig sein. Du bist seine Wohnstadt. Seine Freude, seine Liebe, du bist seine Liebe. Wenn jemand Gott interviewen würde und sagt, ja, wen liebst du denn? Dann würde er sagen, den da. Das ist meine Liebe. Und damit hat er dich nicht rausgenommen aus tausenden Menschen, sondern er meinte dich, weil du die ganzen Menschen bist. Das ist meine Liebe. Ich würde ihm zeigen, das ist meine Liebe. Und dabei wird er auf sich zeigen. Das ist meine Liebe. Er hat dich ihm gleich geschaffen, weil er wollte, dass ihr nicht zu unterscheiden seid. Wir können uns seine Liebe einfach nicht vorstellen. Denn wir denken mit der Schuldliebe, mit der Austauschliebe, mit der Wechselliebe, mit der manchmal viel, manchmal wenig Liebe. Was ist das denn außer Hass? Ich lese mal die Lektion 332. Die Angst bindet die Welt, die Vergebung gibt sie frei. Das Ego macht Illusionen. Die Wahrheit hebt seine bösen Träume auf, indem sie sie wegleuchtet. Die Wahrheit greift nie an. Sie ist einfach. Und durch ihre Gegenwart wird der Geist aus Fantasien zurückgerufen und erwacht zum Wirklichen. Die Vergebung bittet diese Gegenwart einzutreten und ihren angestammten Platz im Geiste einzunehmen. Ohne Vergebung liegt der Geist in Ketten und glaubt an seine eigene Vergeblichkeit. Ja. Mit der Vergebung jedoch leuchtet das Licht durch den Traum der Dunkelheit, schenkt ihm Hoffnung und gibt ihm die Mittel, sich über die Freiheit klar zu werden, die sein Erbe ist. Lass uns beten. Heute möchten wir die Welt nicht wieder binden. Die Angst hält sie gefangen. Und dennoch hat deine Liebe uns die Mittel gegeben, sie zu befreien. Vater, wir möchten sie jetzt befreien. Oh, denn indem wir Freiheit schenken, wird sie uns gegeben. Und wir möchten nicht Gefangene bleiben, während du uns die Freiheit anbietest. Vater, lass uns wahre Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen lassen. Denn wir möchten die Welt befreien. Wir möchten sie befreien. Wir wollen eine neue Wahrnehmung.
Und wir bitten dich um die ganze, ganze Unterstützung, deine ganze Unterstützung. Wir bitten dich, uns alle deine Engel zu schicken, damit wir heute, damit wir jetzt den ganzen Schritt gehen, den ganzen Schritt in deine liebenden Arme, in denen wir schon sind. Keine Sorge soll heute unseren Geist streifen. Schütz, wir bitten dich um deinen Schutz. Ganz geben wir uns dich hin, dir hin, und mit uns geben wir dir unsere ganze Welt, ganz und gar. Wir bitten um nichts als um die Wahrheit. Wir bitten um nichts als um die Wahrheit. Vater, wir lieben dich. Und wir sind ganz dein. Amen. Ich liebe dich auch. Und Gott segne uns. Bis bald. Tschüss.